Hallo, grüßt euch. Sonntag ist Video. Immer der gleiche Anfang, immer der gleiche Start. Wir starten wieder los im neuen Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid alle wunderbar hinübergerutscht, habt eine schöne Weihnachtszeit genossen und ein schönes Silvester und startet jetzt mit aller Macht und voller Elan in das Jahr 2022. Vielleicht für einige von euch ja das Prüfungsjahr, die dann jetzt vorhaben, im März oder im Oktober die Prüfung zu machen. Momentan natürlich alles ein bisschen schwieriger durch die Corona-Maßnahmen und die Vorgaben, dass man gar nicht weiß, findet statt, findet es nicht statt. Man wird es sehen, aber auch für die, die dann vielleicht erst 23 dran sind, drücke ich immer natürlich alle Daumen und hoffe, dass ihr eure Prüfungen erfolgreich besteht. Habe auch wieder mitbekommen, dass es ja noch ein, zwei Nachzügler gab, die ihre Prüfungen bestanden haben, die sich ja auch bei mir bedankt haben, dass sie dank meiner Videos wohl dann doch sich etwas leichter getan haben in der Prüfung. Freut mich natürlich, super tolle Sache. Das ist ja genau der Plan, dass ich genau das ja möchte, euch zu unterstützen, diese Prüfung eben erfolgreich zu bestehen. Wie gesagt, auch hier, weil es immer wieder Diskrepanzen gibt, mir geht es nicht darum, euch zu guten Heilpraktikern zu machen. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Aufgabe, meine Intention. Da müsst ihr euch dann später selber drum kümmern, wenn ihr eure Zulassung habt. Sondern primär geht es doch erstmal darum, diese Prüfung zu bestehen. Und in dem Zusammenhang versuche ich euch durch meine Unterrichtungen und Videos eben darauf vorzubereiten. Was ihr dann später macht und wie ihr arbeitet, das müsst ihr euch selbst überlegen. In dem Zusammenhang natürlich wieder die Erwähnung, gerne Unterstützung. Also wer mir hier ein bisschen was zukommen lassen möchte, spenden möchte, gerne hier PayPal. Aber natürlich auch wieder die Möglichkeit für euch den USB-Stick zu bestellen. Hier nochmal, weil es immer wieder so Anfragen gibt, weil was unklar ist oder sowas. Dieser USB-Stick beinhaltet alle Videos des Paragraphen 6, also die Infektionskrankheiten, die im Paragraph 6 aufgeführt sind, plus alle Unterparagraphen, also Absatz 2, 3, 4 und so weiter, inklusive, also nicht nur die Videos, sondern auch eben diese Skripte, diese Original, PowerPoint sind es nicht, ich habe es als PDF aufbereitet quasi, PDF-Dokumente mit eben genau diesen Inhalten, wo immer wieder nachgefragt wird, Mensch, kann ich das haben, das ist so schön zusammengefasst, das ist so schön kompakt, dann kann man das so schön lernen. Ja, könnt ihr in dem Zusammenhang eben über diesen Stick erwerben, aber ist nur der Paragraph 6. Ihr schickt mir 50 Euro per PayPal plus die Versandadresse, an die ich euch diesen Stick schicken sollte und dann verschicke ich euch auch diesen Stick. Ein, zwei Sachen muss ich jetzt noch in eigener Sache sagen. Ich weiß, manche stört dann immer das lange Intro, das ist mir aber auch egal, das ist mein Kanal und auf dem kann ich tun und lassen, was ich möchte. Nur mal so nebenbei erwähnt. Punkt 1, es gibt dann doch den einen oder anderen, der mich für ein bisschen doof hält, ja, und mir dann an einem Telefon oder sogar bei einem Live-Coaching noch erzählt, so, schick mir den Stick, das ist super, ich überweise dir dann das Geld und so und dann ganz toll unbedingt, ja, und das Geld kriegst du, ja, Pfeifendeckel, erst Kohle, dann Stick. Ja, also ich bin auch jetzt über die Feiertage veräppelt worden von einem meiner Zuseher, der dann noch schön brav ein Privatcoaching bei mir gebucht hat, 2 Stunden und wir uns dann 2 Stunden intensiv mit dem Thema Niere beschäftigt haben, dann weiß der vielleicht auch, wen ich ihn meine. Und als ich ihn dann darauf hingewiesen habe, dass ich ja jetzt von ihm auch etwas Geld dafür bekommen würde, sagte er mir noch, ja, er schickt mir das per PayPal, hat dann 3 Tage gedauert, kam immer noch nichts. Ich habe ihn dann nochmal daraufhin kontaktiert, habe ihn angefragt, habe gesagt, Mensch du, da ist noch nichts gekommen, wie sieht es denn aus, kommt da noch was, darf ich noch mit was rechnen? Und dann hat er mich auf WhatsApp blockiert und meint also quasi, ich könnte ihn ja jetzt nicht mehr erreichen und fertig. Auf gut Deutsch gesagt hat er mich beschissen und mich sich eine Leistung erschlichen und sich 2 Stunden Privatcoaching quasi erstunken und erlogen, ohne mir dann auch nur einen Cent dafür zu bezahlen. Aber diese Menschen gibt es halt auch, ich lasse mich davon aber nicht schocken. Das heißt allerdings aber natürlich bei den Sticks ist es ganz klar, erst Kohle, dann Stick. Weil den wollte er auch noch haben und hat dann nämlich gesagt, ich soll den schon mal losschicken, das passt schon und er würde mir dann das Geld schicken. Also ihr seht, ihr könnt vielleicht ein bisschen verstehen, warum ich manchmal jetzt auch, wie ich vorhin gerade gesagt habe, ihr könnt euch da gerne in den Kommentaren auslassen und euch darüber lustig machen, dass die Intros immer so lang sind. Es ist mir scheißegal, es ist mein Kanal. Ja, und da kann ich machen, was ich will. Und wer keinen Bock drauf hat, der muss es sich nicht anschauen. Ich will keinen vergraulen, nur ich bin es langsam etwas leid,
die ganze Zeit quasi zu versuchen, jedem irgendwie alles recht zu machen und jeder hat Sonderwünsche. Der Kanal ist kostenfrei, ihr könnt ihn kostenlos abonnieren, ihr könnt ihn kostenlos gucken. Inzwischen ist er doch sehr umfangreich und beinhaltet ja dann doch schon fast, ich würde behaupten, einen kleinen Teil einer Heilpraktiker-Ausbildung. Viele genießen das auch und ich habe tausendmal mehr Zuseher, die das genießen und die das honorieren. Und deswegen also die paar kleinen Kröten, die da rumquäken, die interessieren mich nicht. Aber auf die gehe ich dann auch in dem Fall eben nicht mehr ein. Nur um das erwähnt zu haben. Okay? Also macht euch keine Sorgen. Ich bin happy, dass ihr mich so gut abonniert und mir so viel zuschaut und so viele tolle Kommentare auf meinem Kanal hinterlasst. Ich versuche die auch immer zu kommentieren. Und die 5 Trolls, die da rumrennen oder sowas, von denen lasse ich mich nicht beirren. Also da braucht ihr keine Angst haben. Aber nur an die Trolls, ihr könnt es euch auch schenken, ich ignoriere euch. Ja? Also von der Seite her könnt ihr euch gerne da auslassen und eure Lebenszeit investieren. Aber ich werde mich nicht darauf einlassen. Gell? Also, wir starten mit dem Thema. Wir sind ja jetzt wieder in der Pathologie. Nachdem wir ja dieses mRNA-Video noch gemacht haben vor Weihnachten, gehen wir jetzt wieder in die Pathologie rein. Pathologie 12, glaube ich, sind wir sogar soweit schon. Müssen wir mal gucken, wie lange wir das jetzt noch vorantreiben. Es wird ja doch ja, sehr umfangreich, das ganze Thema an sich. Aber diese Einzelparts muss man sich dann doch immer wieder anschauen. Beim letzten Mal waren wir noch bei der Appendizitis und im Vergleich dazu eben zu der Divertikulitis, also die Linksseitsappendizitis, also ne, die verdeckte quasi die Appendizitis des alten Mannes. Heute schauen wir mal noch rein in die chronischen Darmerkrankungen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Warum? Weil das auch immer wieder Thema ist, gerade im schriftlichen Bereich. Im mündlichen weniger, eher im schriftlichen. Warum? Das kann man so schön gegenüberstellen. Das sind wieder zwei Krankheiten, die man so schön nehmen kann und sagen kann, hier, wir haben auf der einen Seite eben zum Beispiel, steht es da schon? Ja, da oben steht es schon, unseren Morbus Crohn. Und auf der anderen Seite haben wir eben unsere Colitis ulcerosa und die werden dann so schön gegenübergestellt und dann müsst ihr das so schön auseinanderklabüstern und auseinanderdifferenzieren. In der mündlichen Prüfung wird das relativ selten Thema sein. Warum? Es hat verschiedene Gründe. Ihr müsst euch ja wieder überlegen, was wollen die von euch in der mündlichen Prüfung sehen? Was ist der Plan? Was ist die Idee dahinter? Und die Idee ist ja nicht, dass wir jetzt über, ja, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, bei Patienten, die davon betroffen sind, das ist ein Scheiß, das braucht kein Mensch und die sind echt, die leiden, okay? Kein Thema. Aber das sind Krankheiten, bei denen man nicht viel Möglichkeiten hat. Es gibt kaum Medikamente, es gibt kaum Therapiemethoden in der Schulmedizin und somit quasi ist das eine Sache, dann diagnostiziert man sowas zum Beispiel, also ein Patient hat einen Morbus Crohn, ja, dann ist das so. Ja, dann kann man nicht viel machen. Dann versucht man den halt so ein bisschen zu therapieren mit den klassischen Methoden. Da gibt es ein paar Medikamente und so weiter, die man da anwenden kann. Aber dass du jetzt wirklich hingehst und sagst, okay, komm, pass auf, wir legen dich auf den Tisch, wir machen das so und so, plapp, 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 und dann bist du geheilt. Oder du machst jetzt diese Kur und dann ist das Thema erledigt. Das gibt schulmedizinisch halt in der Hinsicht nicht, weil wir hier von Autoimmunerkrankungen reden. Das heißt also, der Patient hat ein Problem in seinem Immunsystem. Und es ist wichtig, dass ihr das immer nicht falsch interpretiert, weil klar, ich sagt das manchmal etwas derb oder etwas harsch oder auch, ja, manche mögen es vulgär nennen, aber das hat eher nichts damit zu tun, dass ich das diskreditiere oder sage, Mensch, jemand, der Morbus Crohn hat oder Colitis, der soll sich mal nicht anstellen, das ist ja wohl kein Drama. Doch, das ist eine ganz beschissene Krankheit und die wünsche ich keinem Menschen. Aber für den Schulmediziner ist er damit am Ende. Er kann dem Patienten nicht groß helfen. Und der Verlauf wird der Verlauf sein, je nachdem, wie der Patient Glück oder Pech hat. Der kann heftiger sein, der kann milder sein, aber der Arzt kann ihm nicht viel aus dieser Misere heraushelfen. Er kann versuchen, Symptome zu mildern, er kann versuchen, Verläufe etwas flacher laufen zu lassen, also etwas milder, dass sie dann vielleicht eben noch länger das Ganze so aufrecht erhält und funktioniert. Aber er wird die Krankheit nicht heilen können. Und das ist für den Schulmediziner einfach klar. Und aus dem Grund ist das für uns in der mündlichen eben kein großes Drama, denn wir haben kein Behandlungsverbot. Dem Schulmediziner ist das egal. Wenn jetzt einer von euch sagt, ja, aber ich habe gehört, da gibt es den, was weiß ich, TCM Dr. Shikiwaku Shikiwa und der hat da einen super Tee und wenn du dann das machst und die Entgiftung und die Entsäuerung, dann bist du Colitis ulcerosa befreit oder sowas, ja, dann mag das sein, dann könnt ihr da gerne dran glauben und könnt das mit eurem Patienten durchführen, wenn es dann soweit ist, ist dem Schulmediziner halt egal. Das juckt den nicht, das ist dem total Bums. Ja?
weil er halt einfach die Fakten für sich wahrnimmt und sagt, okay, es ist eine Autoimmunerkrankung. Autoimmun sind wir halt echt gehandicapt, da können wir nicht viel machen. Das Immunsystem ist fehlgeleitet, die Darmstrukturen werden angegriffen, daraus entstehen unsere Phänomene und Probleme. Und dagegen können wir nicht viel tun, außer vielleicht mit einem Cortison oder es gibt spezielle Medikamente dagegen. So, aber die Urproblematik, diese Fehlleitung des Immunsystems, da können wir nichts dagegen tun. Und deswegen ist dem das egal. Und für uns in der mündlichen Prüfung spielt das somit auch keine große Rolle. Ja, man kann es in Betracht ziehen, wenn es jetzt eben zum Beispiel darum geht, dass man sagt, okay, Patient kommt, hat bestimmte Symptome, Darmerkrankung, also Durchfall, Wechsel und so weiter und so fort. Dann kann man diese Krankheiten definitiv in Betracht ziehen als Option, als Differentialdiagnose. Aber es wird nicht im großen Stil drauf rauslaufen. Bei diesen ganzen Darmerkrankungen, Wechsel, Stuhl und so weiter und so fort und grundsätzlich bei allen Krankheiten wird es immer eher darauf hinauslaufen, dass man sehen will, erkennt ihr Infektionskrankheiten, also erkennt ihr eure Behandlungsverbote? Also was weiß ich, ist es eine Cholera, ist es eine Ruhr zum Beispiel, ist es eine Salmonellenenteritis oder sowas? Darauf wird man eher hinausgehen, dass man sagt, okay, erkennst du das? Erkennst du, dass du ein Behandlungsverbot hast? Oder ist es eben zum Beispiel, was weiß ich, eine schwerwiegende Erkrankung, also dass man zum Beispiel Krebs in Betracht zieht, dass man sagt, okay, Darmkrebs ist da immer ein Thema. Und da kommen wir ja auch genau dahin. Das heißt, egal, ob ich jetzt einen Reizdarm habe, ob ich eine Colitis oder einen Morbus Crohn habe, es wird immer am Ende auf eine schulmedizinische Diagnostik hinauslaufen, weil es zum Beispiel eine Koloskopie erfordert. Also sprich mit der Röhre und reingucken, große Hafenrundfahrt. Und die können wir nicht leisten, wir haben die Geräte nicht dafür, wir haben die Ausstattungen nicht. Und somit muss ich den Patienten bei Verdacht auf einer dieser Darmerkrankungen sowieso zum Internisten schicken oder zum Hausarzt, der dann eben diese Koloskopie macht und die Diagnose sichert. Und somit bin ich raus. Also dann habe ich ja meinen Schulmediziner, wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis, dann habe ich den ja, der mir dann die Diagnose liefert. Ich kann nur den Verdacht äußern. Und sagen, ja, könnte sein, Colitis ulcerosa, könnte sein, Morbus Crohn, könnte sein, Reizdarm, könnte sein, Darmkrebs in irgendeiner Form vielleicht schon. Ja, schwierig, kann ich nicht differenzieren, fällt mir schwer. Infektiöse Gastroenteritis kann ich vielleicht ausschließen, weil eben zum Beispiel kein Fieber, kein Erbrechen, ja, dann teilweise wieder eben Episoden, in denen es keine Durchfälle gibt, was ja typisch ist für eben Reizdarm und solche Phänomene, wo ich sage, nee, weil bei Cholera, da kackst du dir quasi die Seele aus dem Leib. Genauso bei der Salmonellenenteritis, dann eben mit Fieber und allem einhergehend. Das haben wir jetzt in den Fällen nicht. Also kann ich das abgrenzen zu einer Gastroenteritis mit Behandlungsverbot? Okay, dann sind die schon mal glücklich und sagen, alles klar, kann er differenzieren bezüglich der Symptome eben, Fieber und so weiter und so fort, meistens eben mit Brechdurchfall. Hier hätten wir ja nur Durchfallproblematiken, auch beim Reizdarm. Und wir haben eben in dem System kein Fieber und wir haben immer wieder Intervalle, die eben symptomfrei sind, was eben bei einer Salmonellenenteritis oder sowas oder bei einer Ruhr nicht passiert. Ja. So, und dann muss ich aber hingehen und sagen, okay, ich kann nicht differenzieren, ist es jetzt wirklich irgendwie von mir aus ein Darmkrebs? Und das kann ich eben nur über eine Koloskopie und dann muss der zum Arzt, fertig. Und dann ist das Thema erledigt. Das heißt also, wie ich dann da weiter, ob ich das wirklich dann selbst differenzieren kann oder nicht, welche Möglichkeiten mir da zur Verfügung stehen, mündlich, das spielt keine Rolle, es interessiert die in der Regel nicht, weil am Ende die Koloskopie steht. Das heißt, mündlich, wenn wir da reinschauen, dann haben wir natürlich schon Differenzierungsmöglichkeiten. Und da haben wir eben genau diesen Zusammenhang, dass wir uns überlegen müssen, wir haben Bauchschmerzen, Durchfälle und ein schlechtes Allgemeinbefinden, ja, vielleicht eine ganz leicht erhöhte Temperatur, aber wir haben eben nicht die typischen Phänomene wie eben bei einer Gastroenteritis. Ursache sind eben, wie wir es schon gesagt haben, genetische Faktoren, exogene Faktoren. Man vermutet den hohen Hygienestandard, also dass halt unsere Nahrungsmittel einfach, wie soll ich sagen, zu wenig verkeimt sind, wenn ich das mal so ein bisschen flach sagen darf. Und dadurch unser Darm und das Immunsystem, das sich ja auch im Darm befindet zum großen Teil, eben überhaupt nicht mehr beansprucht wird. Und wenn es dann eben zu solchen exogenen Faktoren kommt, dann tickt das eben so ein bisschen aus. Auch die Ernährung natürlich. Hochverarbeitete Lebensmittel werden hier oftmals eben so ein bisschen mit angeführt. Aber das sind alles Vermutungen. Also auch wieder so, wie wir es schon öfters hatten. Das ist jetzt nichts, wo man hingeht, ja, genau so ist das. Das ist alles bewiesen. Genau so stellt sich das dar. Sondern das sind alles Phänomene, wo man hingeht und sagt, ja, wir vermuten, dass das die Ursachen dafür sind.
Funktion ist eben Verlust der Barrierefunktion mit eben dieser starken Immunreaktion, also eine Autoimmunerkrankungsproblematik, die mannigfaltig verursacht sein kann. Wenn wir jetzt anfangen mit dem Morbus Crohn, dann haben wir diese chronische Entzündung, vom Mund bis zum After kann sie auftreten. Das sind dann die Sachen, die müsst ihr eben wissen im Zusammenhang für die mündliche, weil das wird dann halt eben gefragt. Da steht dann dort, was ist typisch für den Morbus Crohn? Und da steht halt dort, tritt typischerweise im Dickdarm auf, tritt typischerweise vom Mund bis zum After auf. Ja, alles klar, wisst ihr, also kann vom Mund bis zum After auftreten. So muss man sich das halt merken. Zu 80% ist das terminale Ileum betroffen. Hier muss man jetzt wieder eben verstehen, alles klar, terminales Ileum. Jetzt muss man einen Rückschluss ziehen. Heißt, hier wird die B12-Vitamin-Geschichte resorbiert. Wir haben ja diesen Intrinsik-Extrinsik-Faktor. Und im terminalen Ileum wird dann eben dieses Cobalamin, dieses Vitamin B12 resorbiert. Und Patienten, die eben einen Morbus Crohn leiden, haben eben sehr häufig genau diesen Darmabschnitt, der davon befallen ist. Und dadurch dann eben auch keine Resorption dieses Vitamin B12 mehr stattfinden kann. Und dann zusätzlich zu der Darmproblematik dann halt eben auch noch eine B12-Problematik auftritt mit dann in dem Fall hyperchrom-makrozytärer Erythrozytenveränderung. Ja, das wären dann so Sachen, da könnte man sich dann noch mal ein bisschen drauf auslassen. Heißt also zum Beispiel, dass man hingeht und sagt, das wäre eine interessante Geschichte, Patient kommt mit einer B12-Mangelproblematik und man dann eben überlegt und sagt, okay, woher könnte die B12-Mangelproblematik kommen? Na, wir haben also typische Symptome, Zungenbrennen, Kribbelgefühl und solche Geschichten, was halt für B12-Mangelpatienten typisch ist. Dann macht man eine Untersuchung, Diagnostik, stellt fest, über Labor, MCV, MCH ist erhöht, ah, okay, alles klar. Jetzt muss man sich natürlich noch Gedanken machen, ja, woher kommt das Problem? Also, wieso hat er einen B12-Mangel? Ja, Veganer ist er nicht. Okay, dann kann das nicht das Problem sein. Eine Autoimmungastritis hat er auch nicht. Also, perniziöse Anämie, also auch nicht. Dann überlegen, okay, Resorptionsfähigkeit im terminalen Ileum. Und dann könnte man zum Beispiel mal gucken, hat der Patient einen Morbus Crohn? Ja, also, so könnte man sich das dann vorstellen, um sowas einzubauen. Genau. Was haben wir da noch? Symptome sind eben, dass die alle Wandschichten des Darms entzündet sind, Bildung bindegewebliche Vernarbungen und Einengungen. Also auch hier wieder überlegen, Patient kommt, sagt zum Beispiel, er leidet unter Verstopfung. Also er hat Probleme, Stuhl abzusetzen, hat Verstopfungsprobleme zum Beispiel, ist aber gar nicht dick und unsportlich, sondern eher zum Beispiel schlank und sportlich. Dann könnte man eben auch wieder als Idee haben, ah, okay, pass mal auf, eine Symptomatik, eine Komplikation eines langjährigen Morbus Crohns könnte eben so Dickdarm- oder Dünndarmverwachsungen sein, so Vernarbungen, weil alle Strukturen des Gewebes betroffen sind und dadurch könnte dann eben die Darmpassage behindert sein und dann könnte sich da auch zum Beispiel sogar ein Notfall entwickeln, also so ein Ileus, so ein mechanischer Ileus, der sich dann entwickeln könnte mit Oberbauchbeschwerden, eben aufgeblähter Bauch und so weiter und so fort, ne, dann könnte sich das aufblähen. Also da muss man ein bisschen aufpassen, ihr seht schon, hier ist es dann eher so die Geschichte mit diesen Komplikationen, Folgen aus langjähriger Morbus-Crohn-Erkrankung heraus. Kann man super Diagnoserätsel basteln. Ne? Patient kommt zu euch in die Praxis, klagt über ist bekannter Morbus-Crohn-Patient als Beispiel und klagt jetzt eben über Verstopfungsproblematiken. Ja, okay, alles klar. Könnte man eben den Rückschluss ziehen und sagen, okay, aufgrund der langen Morbus-Crohn-Erkrankung hat sich jetzt eben hier solche Verwachsungen gebildet, jetzt hat er eben ein Darmpassagehindernis und dadurch einen mechanischen Ileus, müsste man den Abdomen abtasten, könnte man so eine Walze, so eine Kotwalze dann eventuell tasten zum Beispiel. Ne? Wären dann eben solche Zusammenhänge, die man da erschließen müsste. Erkrankung verläuft in Schüben, Durchfall 3 bis 6 Mal pro Tag mit Bauchkrämpfen. Okay, das ist halt dann typisch für diese Morbus-Crohn-Erkrankung. Diagnostik, eben die Darmverdickung kann eventuell getastet werden, wie wir es schon gesagt haben. Haut, Augen, Gelenke und Lebererkrankungen können als Begleiterscheinungen auftreten. Koloskopie, Röntgen, Kontrastbild und beim akuten Schub immer an die Appendizitis denken. Also das wäre dann eben genau diese Geschichte. Ne? Terminales Ileum, da ist der Appendix wieder angesiedelt. So wie wir es ja im vorletzten Video, also Pathologie oder wie wir es jetzt gerade nennen, allgemeine Pathologie Part 11. Jetzt haben wir ja die Appendizitis besprochen, ne? Und das müsste man hier dann wieder mit bedenken und dann sind wir auch schon wieder raus. Also selbst in der Frühphase, wenn jetzt so ein Patient das erste Mal kommt, so einen akuten Schub hat und sagt, oh, und unten rechts tut es weh, ne? Alles klar, Appendizitis, eventuell auch ein Morbus Crohn dahinter stecken, muss man wieder vielleicht ein bisschen aufs Alter gucken. Zusätzliche Symptome, McBurney-Lanz, ne? Diese ganzen Punkte testen,
Temperaturdifferenz, axillär, rektal, könnte man sich noch drauf berufen, ne, angezogenes Bein und so weiter, da gibt es dann wieder diese ganz klassischen Symptome. Aber wir sind da wieder auch so weit, wo wir sagen, wir können es nicht differenzieren, wir müssen pro Patient denken, ne, und heißt hier, wir müssen sicher gehen, dass es keine schwerwiegenden Komplikationen, Probleme oder eben Phänomene gibt, die den Patienten wohlgefährden oder lebensgefährdend sind und somit immer die Abgabe und je nach Akutheit dann eventuell sogar den Notarzt alarmieren. Genau, Therapie, so lange wie möglich konservativ, Glukokortikoide, 30% haben so eine Laktoseintoleranz, die sich zusätzlich noch entwickelt. Bei langwierigen, schweren Verläufen gibt es dann diese OP, um dann auch ein CA, also ein Karzinom, vorzubeugen. Also das ist dann genau das, wie wir es ja am Anfang eingangs schon gesagt haben. Es gibt keine große Therapie, man kann hier nicht viel machen. Aus dem Grund eben auch wir, ja, können da auch rumtherapieren, wenn wir wollen, in welchen Varianten auch immer. Ob es dann erfolgreich ist oder nicht, wird sich zeigen. Aber der Schulmediziner an sich hat da nicht viel Varianten, außer dann eben zu warten, wie ist der Verlauf, wie stellt sich es für den Patienten dar, ist es ein besserer, milderer Verlauf, ist es heftiger, kommt halt auf den Patienten drauf an. Genau. Komplikationen, das ist das, was wir dann eben immer bedenken müssen, wären eben die Stenosen, was wir schon hatten. Perforation natürlich, dann haben wir unser akutes Abdomen wieder, also da kann sich auch ein Notfall draus entwickeln. Deswegen, also es geht hier nicht jetzt darum, es ist vielleicht ein guter Hinweis, ja, dass ihr jetzt den Morbus Crohn diagnostiziert, sondern dass ihr daran denkt, dass bei einem Patient kommt, der einen Morbus Crohn hat, dass es zu solchen Komplikationen kommen kann. Dass also eine Verstopfungsproblematik bei einem Morbus Crohn-Patienten viel, viel gefährlicher zu betrachten ist, wie wenn ich jetzt eben keinen Morbus Crohn habe. Na, weil eben dadurch auch dann diese Perforation entstehen kann, durch diese Walze, die dann entsteht, durch diese Darmpassagehindernis, das sind die Sachen. Ich habe ein anderes Diagnoserätsel. Da geht es zum Beispiel darum, dass eine ältere Dame in die Praxis kommt, die langjährige Diabetikerin Typ 2 ist, bekannt mit medikamentöser Therapie und so weiter, ist alles eingestellt. Und die kommt und klagt zum Beispiel über Schmerzen zwischen den Schulterblättern. Und jetzt ist es auch, dass man eben das im Kopf hat und sagt, oh Mensch, fuck, die ist alt, die hat Diabetes Typ 2 seit vielen Jahren, die hat Polyneuropathien, die ihre Schmerzempfinden ist extrem runtergesetzt. Und deswegen könnte sie zum Beispiel jetzt durch diese Schmerzproblematik zwischen den Schulterblättern eben nicht irgendeine muskuläre Dysbalance haben, sondern das könnte die Ursache oder die Ursache könnte ein Herzinfarkt sein. Und dass man das jetzt in den Vordergrund stellt und sagt, bevor ich das nicht geklärt habe, brauche ich mir um muskuläre Dysbalancen oder Schulterprobleme oder keine Ahnung, arthrotische oder arthritische Veränderungen gar keine Gedanken machen, denn das Gefährlichste für meinen Patienten ist jetzt in dem Moment der Herzinfarkt. Und durch die Vorerkrankungen könnten die eben so verschleiert sein, die Symptome, dass sie eben nur Schmerzen zwischen den Schulterblättern erfährt. Und das Gleiche haben wir hier eben auch. So müsst ihr das betrachten, dass wenn ihr eben in so einem Diagnoserätsel die Angabe bekommt, Patient kommt, hat langjährig bekannten Morbus Crohn und klagt jetzt über Verstopfungssymptomatik. Dann alle Alarmglocken an, dann muss man aufpassen. Genau. Blutungen, Abszess, Fistelbildung, das gehört natürlich alles mit dazu. Dann haben wir eine hohe Rezidive und im Alter nehmen die Schübe langsam ab. Wie gesagt, bislang nicht heilbar, das ist halt genau das Problem. Aber das ist dann eher alles wieder Theorie für die schriftliche Prüfung. Im Vergleich dazu Colitis ulcerosa. Ihr habt ja auch immer die Bilder, wie das dann aussieht in der Koloskopie, wie sich das darstellen würde. Und jetzt haben wir das Ganze eben nicht vom Mund bis zum After, sondern jetzt beginnt der Spaß in der Regel vom Rektum und schreitet dann eben langsam den Dickdarm hoch bis eben zum Dünndarm hin. Ist auf die Schleimhaut und Submucosa beschränkt, das heißt also, es geht jetzt nicht durch alle Schichten hindurch, deswegen haben wir hier in der Regel auch nicht diese Fistelbildung, häufiger Frauen als Männer und wir haben ein erhöhtes Entartungsrisiko. Also auch hier wieder, Patient kommt mit Colitis ulcerosa seit vielen Jahren, klagt jetzt über ungewollten Gewichtsverlust, Nachtschweiß, ja, sofort, da muss man an Darmkrebs denken, der muss ins Krankenhaus, der muss zum Arzt, da muss eine Koloskopie gemacht werden, da muss Darmkrebs überprüft werden, weil eben das quasi der Vorbote davon ist. Ja. Genau, Symptome, schleimig-blutige Durchfälle, hier wieder wie 30 Mal am Tag, das ist eben so die Differenzierung wieder für euren schriftlichen Anteil, kolikartige, krampfhaftige Schmerzen, bei schweren Verläufen haben wir jetzt wieder Fieber, Übelkeit und Gewichtsabnahme. Jetzt muss man natürlich wieder aufpassen, Fieber, da können wir natürlich wieder so ein bisschen, ne, 30 Mal Durchfälle pro Tag, da sind wir wieder so ein bisschen im Bereich der Gastroenteritiden. Muss man so ein bisschen aufpassen, hat aber kein Erbrechen, sondern halt nur diese Durchfälle, ne? Diagnose ist eben wieder Koloskopie und Röntgenkontrastaufnahme. Bei den Gastroenteritiden hier im Vergleich nochmal kann man sich auch nochmal überlegen, die Infektionswege,
Das heißt also hier Nahrung zum Beispiel, Urlaubsaufenthalt, Cholera hole ich mir nicht in Köln. Ja, für die Cholera muss ich schon woanders hinreisen, dass man dann eben über diese Anamnesemöglichkeit wieder gucken kann. Haben wir es mit einer Gastroenteritis zu tun oder ist es dann doch eher so eine infektiöse, eine Colitis ulcerosa oder sowas? Genau. Am Ende kommen wir wieder zu unserer Koloskopie. Komplikationen eben auch wieder dieses toxische Megakolon, also das Auftreiben der Darmschleimhaut, die dann dazu führt, dass Bakterien des Darminhaltes in den Bauchraum durchdringen können und dadurch wieder zu unserem akuten Abdomen kommt mit eben diesem aufgetriebenen Bauchschockzeichen und dann haben wir natürlich unseren absoluten Notfall. Also auch das wäre wieder eine Option für ein Diagnoserätsel. Du wirst zu einem Hausbesuch gerufen, weil der Patient, langjährig bekannter Colitis ulcerosa Patient, im Bett liegt und eben sich kaum mehr bewegt, aufgeblähten Bauch hat und die Frau Panik hat. Man ruft dich, du kommst, siehst eben bretthartes Abdomen, dann eben dran denken, langjährig Colitis ulcerosa. Das wird dir ja mitgeteilt dann im Diagnoserätsel. Und dann eben zu sagen, oh Mensch, fuck, da haben wir jetzt vielleicht ein toxisches Megakolon, Darmbakterien durch die Darmwand durchgetreten, weil eben die Darmstruktur aufgeblasen, aufgebläht, aufgequollen ist durch die Entzündung und somit jetzt quasi ein akutes Abdomen besteht mit einer Notfallsymptomatik. Also sowas so in die Richtung, so kann man sich das hier vorstellen. Therapie symptomatisch, wieder Glukokortikoide. Auch hier haben wir wieder diese Laktoseintoleranz, die sich immer wieder entwickelt. Ballaststoffreiche Diäten führen in der Regel zu einer Verschlechterung. Das wurde auch schon mal gefragt in der schriftlichen. Und im äußersten Fall wird eben der Darm entfernt, weil man halt eben wieder nichts anderes tun kann. Ja, also therapeutisch, schulmedizinisch gibt es hier keine Alternative. Man guckt, wie ist der Verlauf. Wenn der Verlauf so ist, wie er ist, alles gut. Wenn er schlimmer wird und noch schlimmer wird und noch schlimmer wird, dann wird man irgendwann zu dieser OP greifen, um aber dann auch zum Beispiel im CA vorzubeugen. Ja, also dann zu sagen, okay, pass auf, bevor das jetzt eben in diese Notfallproblematik hineinläuft, aufgetriebenes Megakolon, CA, akutes Abdomen, dann entnimmt man diese Abschnitte, gibt es einen künstlichen Darmausgang. Ist nicht schön, um Gottes Willen, aber dem Schulmediziner sind die Möglichkeiten hier sehr begrenzt und somit hat er da nicht allzu viele Alternativen. Hier haben wir es jetzt nochmal gegenübergestellt. Ich denke, das weiß nicht, wie gut ihr es lesen könnt. Ich lese es euch hier nochmal vor. Also einmal den Morbus Crohn hier und einmal die Colitis ulcerosa. Findet ihr aber auch in relativ vieler Literatur. Das habe ich jetzt mal selber zusammengeschrieben. Das heißt, die Lokalisation beim Morbus Crohn ist halt eben dieser Befall vom letzten Abschnitt des Ileums und vom Mund bis zum Darm kann sich das überall stattfinden. Ulcerosa ist eben in der Regel im Dickdarm und bildet sich vom After, also vom Rektum, Richtung Dünndarm fort. Dann haben wir bei den Symptomen wieder Gewichtsverlust, abdominale Schmerzen, hier eben im rechten Unterbauch bezüglich des terminalen Ileums. Da immer an die Appendizitis nochmal so denken. Ne? Wir haben nur 3 bis 6 Durchfälle pro Tag, die sehr selten blutig sind, eventuell Anämiezeichen. Wir haben so Fistelbildungen, weil hier alle Strukturen betroffen sind. Das bricht durch alle Wandschichten hindurch und dadurch bilden sich dann eben so Fistelgänge. Auch häufig schubweise Verläufe, aber ohne eine richtige Ausheilung. Bei der Colitis haben wir jetzt 30 Durchfälle am Tag, die dann blutig schleimig sind. Das ist dann schon wieder so eine andere Sache. Mit Schmerzen, seltener Gewichtsverlust, eventuell Fieber. Das kommt dann immer drauf an. Extra intestinale Manifestationen gibt es dann auch. Und dann natürlich auch so Darmkrämpfe. Und die Komplikationen, wie was wir auch vorhin schon angeführt haben, Stenosen. Also hier hätten wir dann eher so eine Art Problematik Ileus, mechanischer Ileus. Die Fistelbildung natürlich. Also auch hier könnte man zum Beispiel überlegen, eine Dame, weil sich so Fisteln dann zum Beispiel, oder das kann auch beim Mann passieren, das spielt keine Rolle, dann zum Beispiel auch in die Blase bilden können und dann hast du ständig den Abgang von Darminhalt in die Blase hinein und hättest zum Beispiel kontinuierliche Harnwegsinfekte. Ja, und dann könnte man auch gucken, ein Patient kommt, sagt, Mensch, zum 10. Mal jetzt ein Harnwegsinfekt, irgendwie ich wird nicht besser oder immer schlimmer oder wie auch immer, weil die Fistel besteht ja, die verschwindet ja nicht. Und dann müsste man gucken, okay, Morbus Crohn-Patient, könnte man zum Beispiel Rückschlüsse drauf ziehen und sagen, alles klar, könnte sich um eine Fistelbildung handeln, vom Morbus Crohn in die Blase hinein. Dann Gewichtsverlust, okay, alles klar. Das ist natürlich wieder so eine tricky Geschichte, dann schon wieder Richtung CA denkend. Selten haben wir Perforation, aber wir haben auch maligne Entartungen. Hier haben wir jetzt bei der Ulcerosa, bei der Colitis eben dann die Ulcerationen mit diesen Blutungen, Abszesse. Also Eiterbildungen, richtige Eiterbollen, die sich dann bilden und dann natürlich auch ergießen können. Toxisches Megakolon mit diesem septischen Krankheitsbild, massivstes Fieber, Gesamtvergiftung, also akutes Abdomen.
und eben dieses stark erhöhte Dickdarmkarzinomrisiko. So, das ist genau das. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt, wir wollen ja eben so ein bisschen gucken, differenzialdiagnostisch, ne? Wie geht man mit solchen Sachen um? Das sind ja so die großen Klassiker-Krankheiten, die ihr auch in euren Ausbildungen immer wieder präsentiert bekommt und lernen solltet. Und dann müsst ihr eben, könnt ihr hier so ein bisschen differenzieren, wie muss ich es für die schriftliche lernen? Da muss ich die Differenzierungen haben, eben eigentlich genau das, was hier jetzt steht, dass ich es eben auseinanderhalten kann. Und in der mündlichen geht es dann eher darum zu verstehen, okay, der hat die Krankheit, für mich, ich habe kein Behandlungsverbot, okay, alles klar. Ich kann auch nicht allzu viel machen, jetzt aus schulmedizinischer Sicht. Aber ich muss halt eben zum Beispiel mit Komplikationen klarkommen, muss erkennen können, ah, okay, da ist jetzt eine Komplikation entstanden. Der hat das seit langen Jahren, alles klar, der Verlauf ist so, wie er ist. Aber jetzt ist es zu Komplikationen gekommen, eben zum Darmverschluss, toxisches Megakolon und solche Geschichten. Denkt nochmal an das Beispiel, das ich euch gebracht habe mit der älteren Dame und dem Diabetes Typ 2, die Schmerzen zwischen den Schulterblättern, bei denen ich dann eben auch dran denken muss, stummer Herzinfarkt, auch noch sogar verstärkt und unterstützt durch den langjährigen Diabetes, Polyneuropathien, jetzt kriege ich es auch noch raus. Und hier haben wir genau das Gleiche. Und so verhält sich das in den meisten Fällen in der mündlichen Prüfung. Okay, alles klar, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt was gelernt. Und ja, ich hoffe, ich kann euch nächsten Sonntag auch wieder ein Video präsentieren. Ich weiß, ich habe jetzt heute hochgeladen, es passt alles. Ich will mich jetzt immer nicht so festlegen. Ich bin momentan noch ein bisschen krank. Vielleicht habt ihr es auch gemerkt. Ich bin nicht so super lustig heute drauf. Mir geht es noch nicht so super. Ich hatte ein Virus, kein Corona. Es gibt auch noch andere Krankheiten neben Corona. Ich hatte einfach ein Virus, der mich da so ein paar Tage echt niedergestreckt hat. Und ich knabber da noch ein bisschen dran und mal gucken. Aber ich bin guter Dinge, dass wir nächsten Sonntag auch wieder ein Video hinkriegen. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ciao.